Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben zum Glück seit einigen Wochen stetig sinkende Infektionszahlen in Deutschland, aber auch in Schleswig-Holstein. Das heißt, die Maßnahmen wirken. Und es ist momentan von vielen Modellen und Modellierungen die Sprache, auch wenn auf die nächsten Wochen geschaut wird. Wir müssen aber eines feststellen: Wenn die Menschen in der Breite der Gesellschaft nicht mitmachen, dann funktioniert das alles nicht. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Deshalb ist die Akzeptanz ganz elementar. Wir haben aber gleichzeitig auch die große Unsicherheit angesichts der aggressiven Virusvarianten, die auch bei uns angekommen sind und sich mit der Zeit aller Voraussicht nach durchsetzen werden. Zumindest scheint dies für die britische Variante in Deutschland zu gelten. Die aktuelle Gemengelage macht die ohnehin schwierige Situation nicht einfacher. Die Stimmung in der Bevölkerung ist durch die hohen Belastungen vieler Menschen durch den Lockdown mittlerweile sehr angespannt. Der Optimismus vieler Menschen, mit dem sie ins neue Jahr gestartet sind, das spricht auch für mich, der ist doch ein Stück weit verflogen in den letzten Wochen. Und nicht wenige, gerade gewerbetreibende Menschen, sind auch zunehmend verzweifelt. Und die letzten Tage ist ja fast ein wenig in den Hintergrund getreten bei der ganzen Diskussion über die Ministerpräsidentenkonferenz. Aber bei der Pandemiebekämpfung steht und fällt sehr viel mit der Impfkampagne. Und es ist doch mittlerweile offenkundig, die EU mit ihren Mitgliedstaaten hat zu spät und zunächst auch zu wenig bestellt. Und ich fand es richtig, dass man das europäisch regelt. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, wie man bestellt hat, nicht dass man europäisch bestellt hat. Und im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, zu Großbritannien oder auch zu Israel war man an der falschen Stelle zu knauserig. Das hat auch mit der Verantwortung der Mitgliedstaaten zu tun. Aber wenn man 4 € pro Impfdosis ausgibt, während andere 27 € ausgeben, ja, und die auch noch früher bestellt haben, dann muss man und darf man sich nicht wundern, dass die schneller sind beim Impfen, meine Damen und Herren. Und man hat zudem auch noch schlechte Verträge geschlossen. Ich sage nur 5 oder 6 Dosen pro Ampulle. Und das ist doch offenkundig. Und deswegen ärgert es mich massiv, dass die politisch Verantwortlichen lange und teilweise immer noch das Offensichtliche leugnen oder versuchen, schön zu reden. Ich glaube, es wäre besser für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die staatlichen Institutionen, wenn man sagen würde, da ist vieles sehr schlecht gelaufen, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Aber was wir ändern können, ist, dass wir an der Produktion arbeiten, dass wir jetzt alles tun, um diese Fehler aufzuholen. Und wir dürfen bei allen Diskussionen über die ganzen Management-Themen in Deutschland nicht vergessen, wir haben es mit einer Pandemie zu tun. Das heißt, wir haben eine globale Herausforderung. Das Impfen ist nicht nur wichtig, um unsere Freiheit hier und das gewohnte Leben zurückzubekommen. Die mit der Pandemie verbundene Weltwirtschaftskrise ist für die Industriestaaten wie Deutschland schlimm. Für die Menschen in den Entwicklungsstaaten ist sie vielfach eine absolute Katastrophe. Denn das bedeutet massive Verarmung, Hunger, Hungertod. Und, meine Damen und Herren, man darf nicht übersehen, wir müssen auch nicht nur für uns jetzt schnell genug Impfstoff produzieren, sondern auch für die Menschen in Asien, Afrika und Südamerika. Das ist ein Gebot der Humanität und vorher ist die Pandemie nicht vorbei. In Schleswig-Holstein sind wir beim Impfmanagement im Vergleich gut davor. Die funktionierende Terminvergabe wurde zügig noch einmal optimiert. Das System gilt mittlerweile in anderen Bundesländern als vorbildlich. Und natürlich kann man jetzt fordern, dass mehr Impfzentren eröffnet werden oder dass die Fahrtkosten dorthin kostenlos sein sollen. Entscheidend ist aber die Steigerung der Produktion und verlässliche Liefertermine. Auch da gibt es nach wie vor dort Probleme. Und insofern muss es auch was da sein, dass man verimpfen kann. Ansonsten ist sozusagen die Diskussion drumherum relativ belanglos. Und meine Damen und Herren, der Punkt mit dem Vorziehen der Erzieherinnen und Erzieher, der Grundschullehrkräfte in die vordere Prioritätengruppe, das finde ich ja ein gutes Signal. Aber auch da gilt, wenn man Mangel hat, bringt es relativ wenig, die Gruppe derer, die anspruchsberechtigt sind, zu vergrößern. Man muss mehr Impfstoff haben. Das ist das entscheidende Problem. Und ich finde das sympathisch. Man hat jetzt den Gesundheitsministern das Thema ein Stück weit rübergeschoben, wenn man ehrlich ist. Da muss es jetzt diskutiert werden. Aber ich sage mal voraus, das wird auch weitere Diskussionen nach sich ziehen. Nicht nur die Frage, wo kommt der Impfstoff her, sondern was ist eigentlich mit den Lehrkräften, die bei abschlussbezogenen Klassen Unterricht machen, wo die sozusagen ältere Jugendliche eigentlich als infektiöser gelten. Also insofern, ich glaube, das ist noch nicht zu Ende gedacht, das muss weiter diskutiert werden.
Was die Bundesregierung jetzt auch noch besser regeln muss, ist das Reisemanagement, das Beobachten von Mutationen, also auch international. Da werden ja wahrscheinlich neue Varianten noch kommen, die ebenfalls gefährlich sind. Die Krankenhausfinanzierung, das Kreise unter 70, und da gibt es ja jetzt quasi von Tag zu Tag mehr Kreise in Deutschland, aber in Schleswig-Holstein schon lange, dass die kein Bundesgeld bekommen, obwohl man zum Beispiel in Dithmarschen auch Pinneberger Patienten mitversorgt, was eine Menge Geld kostet. Und was denn der, dass der Krankenhauschef im Fernsehen sagt, ich wünsche mir, dass das Infektionsgeschehen abnimmt. Aber als Geschäftsführer muss ich sagen, ich hoffe, dass es steigt, weil ansonsten gehen wir finanziell vor die Hunde. Das kann doch nicht sein, meine Damen und Herren, da muss dringend nachgebessert werden. Und zu den Wirtschaftshilfen komme ich gleich auch noch. Zu all diesen Themen gibt es noch Diskussionsbedarf und Verbesserungsbedarf. Die Menschen brauchen trotz der schwierigen Gemengelage realistische Perspektiven. Wenn man kein klares Ziel verfolgt, kann man auf Dauer nicht diszipliniert erfolgreich arbeiten. Schleswig-Holstein ist da mit klaren Vorschlägen vorangegangen. Und Herr Dr. Stegner, ich will mal eins sagen. Also dieser Vorwurf, wir hätten nicht mit den Betroffenen gesprochen und so weiter. Ich weiß nicht, wenn ich nicht mit meinen geschätzten Koalitionspartnern spreche oder mit der eigenen Familie, dann spreche ich momentan eigentlich vor allem mit Menschen, die von den Maßnahmen getroffen sind. Und ich komme wie Sie selbst aus einem selbstständigen Haushalt. Ich weiß schon, was es bedeutet, dass man selber sein Geld verdienen muss und das nicht pünktlich irgendwie überwiesen wird und so weiter. Also deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig mit Vorwürfen, gerade auch an meine Fraktion. Wir haben sehr viel Austausch mit Gewerbetreibenden, jeden Tag umfangreich, und ich weiß um die Probleme, und das ist natürlich alles da reingeflossen. Was glauben Sie denn? Das ist ja nicht am grünen Tisch entstanden, sondern wir haben da sehr viele Wochen drüber gesprochen, was prioritär ist und was da getan werden muss. Und vor allem, Sie haben immer die Inzidenzampel gefordert und gesagt, Sie seien eigentlich der Vater des ganzen Konzeptes, haben aber auch nie ein konkretes Konzept vorgelegt. Dann kann man auch mal gemütlich Vorwürfe machen. Meine Damen und Herren, andere Bundesländerinstitutionen haben ebenfalls Vorschläge gemacht. Niedersachsen, Thüringen, Berlin, ja, der Jugendminister aus Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, die FDP-Bundestagsfraktion, auch die Grünen im Bundestag haben das diese Woche gefordert. Also wir sind ja nicht alleine, und es wurde ja im Januar auf unser Drängen auch glasklar vereinbart, dass gestern ein entsprechender bundesweiter Perspektivplan beschlossen werden sollte. Und dass da bisher nichts vorliegt, ist ein problematisches Signal an die Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren. Das ist einfach so. Denn wenn man nicht nur von den Bundesländern, sondern vor allem von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet, dass sie sich an die Beschlüsse halten, sollte man sich auch selbst an die Beschlüsse halten. Das geht direkt an Helge Braun, ans Kanzleramt. Ansonsten muss man sich nicht wundern, wenn die Akzeptanz leider abnimmt. Und die Art der Vorbereitung der Ministerpräsidentenkonferenzen ist ja auch nicht zum ersten Mal Thema. Und vielleicht kann man ja durch ein bundesweites Konzept, ein bundesweites System, das in Zukunft auch etwas besser regeln, nicht immer mit diesen Gipfeln, wo dann viel Dramatik tagelang ist. Und wir brauchen insgesamt mehr Verlässlichkeit, auch und gerade bei der Kommunikation. Das ist ja in diesen Zeiten nicht einfach. Ich sage das auch durchaus selbstkritisch. Aber man sollte auch nicht alle paar Tage was anderes erzählen. Das verunsichert die Menschen auch. Und das gilt für jeden. Da sollte sich jeder auch selbst prüfen. Und, Herr Dr. Stegner, das gilt auch für die Opposition. Und die Kollegen haben es ja angesprochen. Also Sie haben ja so getan, als hätte Frau Mittjatle nur eine Prognose gewagt. Das war eine Forderung, nichts vor März zu machen. Das ist eingetroffen. Gut. Der Lockdown wird insgesamt verlängert. Ja, Sie haben aber gesagt, vor März darf nichts geöffnet werden. Wir öffnen Kitas und Grundschulen, meine Damen und Herren. Das ist doch nicht gar nichts. Das ist eine Menge an Kontakten, die da entstehen. Und Herr Stegner hat ja gesagt, wir sollen insgesamt weniger loben. Wir fangen bei Ihnen jetzt an, dass wir weniger loben. Ich sage Ihnen aber auch, Herr Dr. Stegner, Frau Mittjatle hat mir auch vorgeworfen, oder was ist also uns vorgeworfen, durch den Streit in der Koalition verunsichern wir auch die Menschen. Ich habe am Freitag genau das vertreten in der Presse, was wir seit 2 Wochen gemeinsam vorschlagen. Wenn einem das zum Vorwurf gemacht wird, okay. Ich will aber auch sagen, auch Daniel Günther, das Thema eigener Weg. Ich habe ganz sehr deutlich gemacht, wenn auf Bundesebene, das ist ja jetzt nicht ganz abwegig gewesen mit dem, was sie gerade gesagt hat, wenn auf Bundesebene nichts kommt, bei sinkenden Zahlen, da muss ja gehandelt werden, wenn auf Bundesebene nichts kommt, müssten wir natürlich einen eigenen Weg gehen und sind vorbereitet. Das habe ich gesagt, und das gilt auch, wenn dort nichts kommt, sind wir vorbereitet. Und meine Damen und Herren, die Wahrheit ist doch, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei den politisch Verantwortlichen gehen die Meinungen über die richtige Strategie auseinander. Nicht nur die Bundesregierung, auch einige Bundesländer wollen gar keinen Perspektivplan, wenn man ehrlich ist. Eine tragfähige Strategie ist mit Blick auf die Entwicklung jetzt aber wirklich überfällig. Und nur Durchhalteparolen nutzen sich auf Dauer eben ab.
Wenn Schleswig-Holstein gemeinsam mit anderen in den letzten 2 Wochen nicht vorangegangen wäre, wäre der Lockdown gestern einfach nur verlängert worden, ohne jegliche Schritte. Das gehört soweit auch dazu. Jetzt wird die Stufe 3 aus unserem Vorschlag, also der Bereich zwischen Inzidenz von 100 bis 50, immerhin weitestgehend umgesetzt. Und alles Weitere wird dann hoffentlich bis zum 3. März erarbeitet werden. Da bin ich sehr gespannt. Es wurde gesagt, Kitas und Grundschulen. Das ist der richtige Schritt, der richtige erste Schritt mit Blick auf die Belastung der Familien, mit Blick auf die Entwicklung der Kinder, aber auch mit Blick auf die Chancengerechtigkeit unserer Gesellschaft. Und natürlich müssen da Schutzkonzepte mit entsprechenden Teststrategien dazugehören. Zudem öffnen Friseure und weitere körpernahe Dienstleistungen, Sportanlagen für Individualsport. Auch da gilt ja die Kontaktregeln, sozusagen mit einer anderen Person. Insofern ist das, glaube ich, das Risiko an der Stelle überschaubar. Es gab auch den großen Wunsch, dass die Angelteiche öffnen. Ich sage aber auch, Kollege Bornhoff, das ist ja momentan eher Eisangeln und Betreten der Flächen sollte man momentan lassen. Das sage ich als Feuerwehrmann. Auf überschwemmten Wiesen geht es vielleicht, aber da wird man wahrscheinlich keine Fische finden. Also insofern, aber wir machen das. Wildparks und Zoos, Blumenläden, all das wurde gesagt. Und bei den Kontaktregeln, meine Damen und Herren, haben wir auch etwas anderes vorgeschlagen. Weiterhin 2 Haushalte, aber mit bis zu 5 Personen und Kinderausnahmen. Und gerade bei den Kindern wünschen wir uns auch weitere Ausnahmen. Das ist eine große Entlastung für viele, gerade junge Familien. Und ich sage aber auch, Herr Dr. Stegner, eine norddeutschlandweite Abstimmung, das versuchen wir ja immer. Aber ich sage Ihnen halt auch, Herr Weil hat auch ein Konzept vorgelegt, da gibt es Ähnlichkeiten, das weicht auch ab. Frau Schwesig hat Daniel Günther zu Recht gelobt, die hat sich auch die letzten Tage sehr konstruktiv eingebracht. Und Hamburg verfolgt mittlerweile eine andere Strategie. Die haben bei Kitas und Schulen bisher mehr gemacht und sind jetzt deutlich zurückhaltender. Also mit Hamburg, die sind an der Seite Bayerns und der Bundesregierung zurzeit, wenn man das so aufteilen will. Insofern wird das nicht so ganz einfach werden. In den nächsten Wochen werden die Infektionszahlen hoffentlich weiter sinken. Flächendeckend in Deutschland, Schleswig-Holstein und hoffentlich besonders in Flensburg, Pinneberg, Lübeck und im Kreisherzogtum Lauenburg, wo die Zahlen sehr kurzfristig leider sehr stark angestiegen sind. Aber das sind, glaube ich, teilweise sehr unterschiedliche Herausforderungen, auch innerhalb dieser 4 Kreise unter diesen 4 Kreisen in Schleswig-Holstein. Die Inzidenzwerte sind ähnlich, aber die Herausforderungen sind unterschiedlich. Deswegen muss man entsprechend gezielt darauf reagieren. Meine Damen und Herren, wird es hoffentlich weitere Perspektiven für die Schulen, die weiterführenden Schulen, vor allem den Einzelhandel, den Sport, da besonders Kinder und Jugendliche auch dort wieder im Fokus aus meiner Sicht die Gastronomie und die Kultur geben. Und meine Damen und Herren, der Inzidenzwert von 35, der jetzt für die nächsten Schritte angepeilt wird, wird ja sehr heiß diskutiert. Und es ist natürlich schwierig, wenn man immer von 50 spricht und dann kurz vorm Ziel sagt, jetzt ist aber 35 das neue 50. Und über die Mutation haben wir schon viel gesprochen. Ich verstehe absolut die Vorsicht, aber psychologisch und auch rechtlich ist das schon sehr gewagt, zumal die 35 mitten im Winter schon wirklich ambitioniert ist. Das war die 50 ja auch schon, der wir uns jetzt genähert haben. Und meines Wissens gilt nach wie vor das Infektionsschutzgesetz, dass ja die rechtliche Grundlage für die ganze Veranstaltung ist. Und da ist die 35 ein wichtiger Schwellenwert, aber eben auch die 50. Den da gar nicht mehr zu erwähnen, das wird noch viele Diskussionen und im Zweifel auch rechtliche Verfahren nach sich ziehen. Meine Damen und Herren, das diskutiere ich mal. Und auch, dass in einem Entwurf plötzlich von deutschlandweit die Rede war, wo ja das Infektionsschutzgesetz ausdrücklich regionale Differenzierung vorsieht, fand ich auch überraschend, nenne ich es mal. Es scheint mir aber auch ein Stück weit der Kompromiss mit der No-Covid-Fraktion, vor allem aus Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, auch Bundesregierung zu sein. Interessant finde ich die Formulierung, dass man geschrieben hat, aus heutiger Perspektive. Das ist ja in der Politik nicht zufällig, dass man das so formuliert. Das scheint mir eine Art Hintertürchen zu sein. Wir werden es die nächste Woche sehen. Aber Perspektivpläne bedeuten nicht nur öffnen, sondern im Zweifel auch schließen, wenn nötig. Das Hin und Her ist natürlich nicht gewollt, aber im Zweifel geht es eben nicht nur in eine Richtung, es ist ein System. Und ehrlich gesagt, Kollege Petersdotter, auch ich habe zum Beispiel nie von einem Lockerungsplan gesprochen. Ja, man kann, also Öffnungsstrategie heißt es jetzt, glaube ich, in einem Papier. Aber es geht darum, inzidenzbasiert zu reagieren, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und es werden da auch keine festen Termine genannt, wie zum Beispiel auch Markus Söder das immer behauptet. Entweder hat er das sich nie mit beschäftigt, kann ja sein, oder er behauptet das, was ja auch sein kann. Insofern ist das nicht ganz fair an der Stelle. Man muss sich genau das angucken, wie das funktioniert. Und es ist unsere Pflicht, Akzeptanz und Motivation zu stärken. Und nochmal, Grundrechtseingriffe müssen begründet werden, nicht die Rücknahme. Da findet teilweise so eine Art Beweislastumkehr statt.
Und auch sozusagen alles Mögliche vorsorglich zu machen, ist bei den Grundrechten einfach schwierig, auch wenn die Mutationen uns Sorge bereiten. Und zur No-Covid-Fraktion könnte ich viele sagen. Zero-Covid ist nochmal eine ganz andere Abteilung, damit will ich mich aber ehrlich gesagt gar nicht auseinandersetzen, aber die No-Covid-Fraktion ist ja sehr groß. Auch Ökonomen sind dabei und so weiter. Und es spricht ja einiges dafür zu sagen, wir drücken mal richtig runter und dann können wir mehr öffnen. Allerdings mit Blick auf den letzten Sommer und Herbst, da gab es noch die Reiserückkehrer und so weiter, glaube ich, können sich viele Menschen das nicht vorstellen, weil sie sagen, solange das Virus da ist, kommt es auch eben entsprechend dann wieder hoch. Und die Belastungen in der Gesellschaft sind eben enorm. Und Bildung muss immer vorrangig behandelt werden. Und der Distanzunterricht funktioniert besser, aber es ist natürlich kein 1-zu-1-Ersatz für Unterricht. Bei der Digitalisierung müssen wir mehr tun, dass aus dem eigentlichen Digitalpakt erst 3% abgerufen sind. Da müssen wir, glaube ich, noch flexibler werden. Das muss schneller gehen. Wir haben uns ja geholfen mit anderen Programmen, aber da müssen wir mehr tun. Viele Eltern sind ja so eine Art Ersatzlehrer geworden. Gerade die Bekannten, die ich habe, die aus der IT-Branche kommen, wundern sich auch teilweise über die Systeme, die da im Bildungsbereich eingesetzt werden. Da gibt es, glaube ich, viel Verbesserungsbedarf an allen Stellen. Und die Frage, ob das Schuljahr wirklich ein richtiges Schuljahr ist, das wird auch noch spannend werden. Und deswegen im Sinne der Chancengerechtigkeit müssen wir alles tun, was die Situation verbessert. Und dann will ich auch noch mal sagen, mit Blick auf die Kleinkinder, die hier auch oft Thema sind, auch völlig zu Recht, ich habe selbst zwei kleine Kinder, aber auch mit Blick auf die Jugend, der wir Stabilität geben müssen. Und Herr Dr. Stinkner, Sie haben es ja auch angesprochen, ich glaube, es geht zum Beispiel bei den 15-Jährigen nicht nur um Partys. Es geht auch darum, was mit deren Schulabschlüssen ist. Das sind ja noch nicht die abschlussbezogenen Klassen, aber die müssen sich auch vorbereiten. Und gerade bei den Jungen, die 15, 16 sind, da merken wir doch, dass die ganz oft abgerutscht sind. Und da müssen wir einfach was tun, die müssen wir auch im Blick behalten und nicht auf die Jugend schimpfen nach dem Motto, die hier und da feiern die irgendwelche Partys und so weiter. Natürlich haben die das Bedürfnis, sich zu treffen, aber die haben auch die faire Chance verdient, ihre Bildungsabschlüsse vernünftig zu machen. Darum müssen wir uns kümmern. Die Einsamkeit bei älteren Menschen ist ein Thema, von psychisch belasteten Menschen, auch das ist ein großes Thema. Ich glaube, da müssen wir mit Blick auf die Kontaktregeln in den nächsten Wochen schon schauen, dass wir danach arbeiten. Diese Ein-Personen-Regelung ist schon sehr hart für viele Familien. Und ich habe auch den Eindruck, dass nicht alle mehr das so ganz befolgen, wenn ich ehrlich bin. Darum müssen wir uns kümmern. Und ich sage auch ganz deutlich, ich kenne auch nicht wenige, die haben sich auch gemütlich im Lockdown eingerichtet. Kann man vielleicht auch, wenn man keine Kinder hat, wenn das Geld pünktlich überwiesen wird, dann ist im Ohrensessel so ein Lockdown gut auszuhalten. Und da sagt man, vielleicht sollte man ein bisschen weitermachen. Aber meine Damen und Herren, mit Blick auf den Einzelhandel, auf die Menschen, die nicht nur kein Geld verdienen und nicht arbeiten dürfen, sondern die jeden Monat sich weiter verschulden und gar nicht wissen, wie es weitergeht, die auch von der Bank kein Geld mehr bekommen, die Wirtschaftshilfe noch nicht überwiesen haben können, ist das auch ein Stück weit manchmal hochnäsig, was man teilweise liest und hört. Es kann nicht immer nur ums Schießen gehen, sondern auch das Management muss verbessert werden. Die Pflegeheime, ja, also mehr Tests, auch die Impfungen verbessern da ja sichtbar schon einiges, wenn man sich die Ausbruchszahlen momentan dort anguckt. Die Teststrategien müssen insgesamt immer weiterentwickelt werden. Schnelltests verleihen wären, glaube ich, eine große Entlastung. Ja, auch mehr Apps, zum Beispiel für den Gastronomie- und Kulturbereich, ja, was Mudo dort vorgelegt hat. Das sind ja auch Perspektiven. Der Einsatz von Luftfiltern, auch bei den Gesundheitsämtern. Und auch da muss ich sagen, höre ich ganz oft, wird über die Digitalisierung viel gesprochen. Mir sagen Leute aus den Gesundheitsämtern, das Problem ist, dass wir das Gefühl haben, wir werden gar nicht, es wird nicht mal die Wahrheit gesagt. Und das ist dann bei den Quarantäneanordnungen ein Problem. Und meine Damen und Herren, bei den Wirtschaftshilfen will ich auch noch mal sagen, die Novemberhilfe fließt jetzt langsam, aber immerhin. Die Überbrückungshilfe 3 kann jetzt beantragt werden, da müssen jetzt schnell die Abschlagszahlungen kommen. Dieser Konflikt zwischen Scholz und Altmaier, ehrlich gesagt, der sollte jetzt mal aufhören, das interessiert keinen Menschen. Und auch nicht jetzt den Ländern zu sagen, sie müssen jetzt mal was machen. Und das ist nicht nur für den Einzelhandel wichtig, vor allem auch für den Bereich der Gastronomie. Das sind menschliche Schicksale, die unverschuldet in Not geraten sind. Die sind wirklich oft verzweifelt und auch dort gilt, wir brauchen auch dort Solidarität. Davon gibt es immer noch sehr viel in unserer Gesellschaft. Aber gerade mit diesen Menschen müssen wir auch solidarisch sein und das müssen wir alle sein. Meine Damen und Herren, die Veranstaltungsbranche, da gilt Ähnliches. Wir werden Ostern schauen, was mit dem Tourismus ist, ein wichtiger Wirtschaftszweig in Schleswig-Holstein. Abschließend möchte ich sagen, ich habe im März 2020 hier gesagt, Demokratie, Rechtsstaat und soziale Marktwirtschaft dürfen dieser Krise keinen Schaden nehmen. Und meine Damen und Herren, da mache ich mir mehr Sorgen als vor einem Jahr. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Die Gerichte
Die Gerichte machen ihren Job, wie wir jetzt auch in Baden-Württemberg oder auch in Bayern gesehen haben. Wir haben zum Glück relativ wenige Urteile kassiert, wo wir korrigiert werden mussten. Aber auch der Verordnungs- und Gesetzgeber muss auch stärker darauf achten, dass der Rechtsstaat gilt und dass man auch zurückhaltend sein muss und Urteile ernst nehmen muss. Zum Beispiel beim Thema Ausgangssperren und auch, dass die Parlamente eingebunden werden müssen, hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts deutlich gesagt. Das würde auch die Gesellschaft, glaube ich, mehr beieinander halten, denn dort müssen die unterschiedlichen Meinungen zutage kommen und dann muss das ausgetauscht werden und dann muss man Kompromisse finden, meine Damen und Herren. Und abschließend will ich sagen, die Lage bleibt weiterhin angespannt. Die nächsten Wochen werden sehr entscheidend werden. Wir wollen eine massive dritte Welle verhindern, aber auch keinen Burnout der Gesellschaft. Wir wollen die erheblichen Schäden des Lockdowns bestmöglich abmildern. Wir sollten Schleswig-Holstein weiterhin konzentriert und vorsichtig, aber auch verhältnismäßig fair und optimistisch sein. Es gibt viel zu tun. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.